So, und damit herzlich willkommen zu Let's Play 7 Days to Die. Mit mir und mit Freeman. Hallo. Hast du dir irgendwas vorgenommen für diese Folge? Weiß ich nicht, ich dachte, ich soll dein Zelt erstmal fertig bauen. Ach ja, richtig. Dann ist das das, was du heute vorhast. Blutmond war ja auch nicht mal allzu lange, oder? Lass mich mal nachdenken, rechne noch. Tag 108 müsste der nächste sein. Nee, stimmt nicht. 98? 105. Tag 105? Ja, der war doch jetzt. War der schon? Hatten wir nicht bei 102, 104 angefangen? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, da hätten wir ja den Blutmond verpasst. Nein, der ist jetzt. Tag 105. Schön. Ich habe gesehen, Black Dragon ist auch da. Also online, das heißt, er kommt gleich rein. Denke ich mal auch. Ja, wo gehen wir Blutmond hin? Wieder ins Wasserwerk? Ja, das ist neu gestartet. Ich habe auch schon angefangen in der letzten Aufnahme. Oh ja, tatsächlich Tag 105. Ich hätte auch selber das Gebiet noch zu tun. Oh, okay. Nee, das ist unwichtig. Ich hätte tatsächlich das Wasserwerk auch schon wieder auswählen können. Ja. Ich habe es direkt wieder gekriegt. Für eine Papierfabrik wäre das nicht schlecht. Haben wir Papiermangel? Nö, da müssen wir genügend sparen. Man kann halt nie genug haben vom Papier. Weil im Blutmund ist Schrotzylinder eigentlich auch meine Lieblingswaffe. Ist ja, oder? Kannst du noch ein bisschen Schrot ansetzen? Das könnte ich tun. Weil ich schieße allgemein sehr gerne mit dieser Waffe. In einem der Kisten haben wir noch, was war's denn? Holz. Ja, da sind über 6000 drin. Nee, mir geht's gerade nicht. Ach, Schrotmuni haben wir. Ach, da haben wir fast 1500 Schuss. Über 1500. Ob das reicht? Ich kann ja mal Schrotmuni haben. Machen wir hier die Bäume weg. Ich baue nebenbei wieder Holzspikes, also wir werden uns schon irgendwie verteidigen. Ich hab noch Wunder genügend. Nehmen diesmal Holz. Was nehmen wir diesmal? Ich nehme wenig Holz. Es ist okay. Es spricht auch nichts dagegen, wenn du die Sachen laufen lässt, während wir nicht da sind. Aber das Problem ist halt, dass das Holz weg ist, wenn du es weiterlaufen lässt. Alles, egal wie viel du reinstopfst, nach 2 Wochen ist so ziemlich alles leer. Ich mag die Kettensäge. Okay. Ich muss demnächst bleiben. Aber ich krieg noch ein bisschen Muni zusammen. Ja, mach vielleicht mal ein bisschen die ganzen Sachen leer, die wir haben. Ich habe übrigens Spinde gekauft. Da können wir irgendwo die Spinde hinstellen, da können wir die Kleidung und sowas reinstopfen. Gefällt mir besser als die Kisten. Glaube ich auch die Kisten zu spinden. Echt? Egal, jetzt habe ich sie. Du könntest auch noch zu dem einen anderen Händler schnell fahren und da Munition kaufen. Und Blei und lauter solche Scherze. Pulver sehe ich gerade. Ja, aber wir haben auf jeden Fall sehr viel Geld. Von daher könntest du das problemlos machen, denke ich. Du hast ihn auf deiner Karte, wenn ich mich richtig entsinne. Immer noch nicht die gleiche Richtung. Warte mal kurz. Da ist ein Händler. Ah, warte mal, Händler 2, 1,5 Kilometer entfernt. Was ist denn der? 1, 2, 3. 4 Stück habe ich. Ich habe 2. Händler 2. Der ist da in dieser Stadt. Moment, habe ich etwa wieder das Wasserwerk als. Habe ich das Wasserwerk nochmal ausgewählt? Sieht so aus. Ich fahr schnell zum Händler.
Ja, vergiss das Geld nicht. Und nimm am besten die Eisenbrocken. Hast du eigentlich Händler mittlerweile geskillt? Ja. Besser verhandeln. Hab ich auf 4. Ja, ist doch perfekt. So. Ich glaube, das reicht erstmal mit Kettensägen-Action. Nochmal so als Frage, wie lange wollen wir eigentlich noch Seven Days to Die spielen? Also das Spiel macht Spaß, aber nicht, dass dir irgendwann langweilig wird. Nee, wir können das ruhig spielen. Ich hatte jetzt, sag mal, lange genug Pause davon. Okay. Weil wir könnten auch... Heute ist eh wirklich schlechtes Wetter, also da habe ich schon Lust an solchen Tagen. Oh, bei uns geht's. Ich muss dann trotzdem irgendwann nochmal raus Holz holen. Kalt, nass, eklig. Ja. So. Was hast du? Sag mal, wieso kriege ich hier... Das sind doch keine Tannen, die ich hier pflanze. Ah, guck mal, jetzt ist der Tag auch rot angegeben. Kannst du auch ein Feld machen für Baumwolle? Ja, ich mache nochmal so ein großes Feld, wie wir schon haben. Oh, perfekt. Kann ich eigentlich schon wieder ernten? Das wahrscheinlich. Soll schon reichen. Eher nicht, oder? Mal schauen. Oh, Tagebuch des Jägers, das kommt. Liebes Tagebuch, heute habe ich ein Wildschwein, einen Bären und 3 Kinder erschossen. Ich werde lange zu essen haben. Aus Versehen. Eigentlich hatte ich es nur auf die Kinder abgesehen, aber die anderen Tiere, die dann angekommen sind, um sie zu fressen, waren ein netter Bonus. Bei welchem Film war es? Bei Hotshots? Oder das Geweih auf seinem Helm hat, wo er erschießt? Oh, das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. War es der erste oder der zweite? Der erste bestimmt, oder? Ja, der erste. Sag schon mal nix weiter. Wusstest du, dass Charlie Sheen in Platoon mitgespielt hat? Echt? Ja. Das war anscheinend sein großer Durchbruch. Habe ich irgendwann mal gehört. Und soweit ich weiß, hat er auch AIDS. Ja, das ist kein Wunder. Wundert mich jetzt auch nicht. Der hat einen entsprechenden Lebensstil. Ja. Oh mein Gott. Wenn man das Geld hat. Das macht dich auch nicht gesund. Ist egal. Aber man kann wilde Orgien feiern. Ja, das kannst du auch ohne Geld. Naja, mit Geld kannst du bessere feiern. Keine Ahnung, kommt drauf an, was du vorhast. Ja, nicht die perversen Orgien. Obwohl, die kann man auch mit Geld feiern. Die kannst du auch ohne Geld feiern, du brauchst nur die Leute dafür. Ein Wildschwein. Ja, wenn, Wildschweine kannst du auch kaufen. Wenn du es dafür brauchst, warum nicht? Uah! Oh ja, das gibt's dir. Ein Wolf dazu. Über mich wurde gelacht, weil ich von einem Wildschwein getötet wurde. In diesem Gebäude. Das war aber auch lustig. Das ist der Nachteil, wenn du halt alles aufnimmst und ins Internet stellst, so wie es halt ist. Es gibt nur ganz wenig Sachen, die ich wirklich nicht bringe. Und die bringe ich da meistens nur, weil ich dann nicht weiß, ob es wirklich gut ist, wenn man das bringt. Da wären. Irgendwas habe ich mal rausschneiden müssen, weil es einfach zu derbe war. Okay, ich schneide auch Sachen raus, die jetzt zum Beispiel, wenn sie zu schlimm werden im Hintergrund. Bei mir, wenn es hier zu laut wird, dann schneide ich schon mal was raus, aber meistens nicht. Ja. Wo ist mein Motorrad da? Eigentlich bringe ich alles, wie es ist. Also, wenn hier Blödsinn passiert, dann kommt ihr halt so online. Ich sag nur, du und Black Dragon, euer Kindergarten, habe ich auch einfach unverblümt gebracht. War nun mal so. Doch, ich weiß was, was du rausgeschnitten hast. Den Namen deiner Frau. Nein, das meinte ich jetzt nicht.
Ja, was habe ich denn rausgeschnitten? Wo wir das erste Mal Seven Days to Die aufgenommen haben, wo diese Felder so verpixelt waren. Nein, die habe ich. Das habe ich drin. Nein, aber nicht, wo ich gesagt habe, sieht aus wie Bullenwichse. Habe ich das rausgeschnitten? Ja. Jetzt ist es wieder drin. Wo ich dann rückblickend gesehen habe, was wir in anderen Teilen sagen, dachte ich mir, so schlimm war das doch gar nicht. Okay. Ich habe einen Anzeigebug. Freie Fläche, Bäume. Freie Fläche, Bäume. Freie Fläche, Bäume. Oh Mann. Schön, auch schön. Sind die Bäume jetzt echt da? Ich bin mir nicht sicher. Mann, was ist hier los? Ich hab eine unsichtbare Wand. Ich komme nicht zum Händler. Ich schlag halt gegen unsichtbare Bäume. Ja, das ist auch gut. Jetzt komme ich durch. Was passiert denn, wenn ich jetzt einen kaputt mache? Sind da plötzlich alle da, oder? Das weiß ich nicht. Okay, ich sehe nicht mal, wie um... Oh, doch! Jetzt sind sie alle da. Jetzt sind sie wieder weg. Ach, leck mich doch. Das ist total verwirrend. Das Spiel hat immer noch Probleme mit Bäumen, wie mir scheint. Ich habe hier einen taubstummen Händler. Okay. Oh ja, ich kann ernten, so wie es aussieht. Ist aber merkwürdig, weil eigentlich ist die Zeit ja nicht weitergelaufen im Spiel. Trotzdem kann ich ernten. Ja, das war aber schon immer so. Kann man das ausnutzen, indem man jetzt zum Beispiel einfach die Zeit auf seinem Rechner vorstellt? Ich glaube, so geht das nicht. Also weil das konnte man damals bei Fable 2 machen. Beziehungsweise auch, das war ja, glaube ich, weiß nicht, ob das ein Online-Only-Titel war, aber da konnte man auch den Trick einsetzen. Man hat von seinen Betrieben das Geld weitergekriegt, wenn man nicht online war. Und da konnte man halt einfach sich ein paar Betriebe kaufen. Dann hat man die Uhr vorgestellt an seinem Rechner, hat gespeichert, hat die Uhr wieder richtig gestellt. Hat halt in der Zeit, die man vorgespult hat, und wenn es 10 Jahre waren, haben die Betriebe halt weiter Geld eingenommen. Also ich würde fast sagen, die Händler sind ja gekauft. Okay. Dann kriegen die jetzt neues Zeug nach dem Blutmond. Nach dem Blutmond kriegen die immer neues Zeug. Ja, wir haben ja genug Muni, von daher. Ja, aber was wenn nicht? Das reicht schon. Kannst du Aloe-Creme herstellen? Das kann ich machen, ja. Weil davon können wir ruhig ein bisschen was haben, weil das stoppt Blutung und erhöht maximales Leben und Leben. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das dabei haben. Ja, wenn du die Baumwollform hast, würde ich in erster Linie gerne wieder die Erste-Hilfe-Verbände machen. Die brauchst du gar nicht. Die Aloe-Creme ist tatsächlich besser. Der Erste-Hilfe-Verband? Wie viel heilt der? Den ich sehe ich jetzt nicht. Aber die Aloe-Creme heilt eigentlich jetzt schon so viel wie früher der Erste-Hilfe-Verband. Und hat genau die gleichen Effekte. Mal schauen. Ich mach. Mach mal ein und schau mal, ob sich's lohnt. Mal gucken, was unser Essen oben gemacht hat, wie weit das jetzt ist. Mir fehlt noch ein Rezept für Chili Hotdog. Das hätte ich tatsächlich ganz gern noch. Also bei der Händler war nichts. Ja, ich gucke auch die ganze Zeit. Ich habe zwei, die habe ich aber selber noch gebraucht. Ich habe tatsächlich, als ich jetzt noch die Aufgabe im Händler abgegeben habe, hat er ein Buch verkauft, was ich gut fand. Ich kriege jetzt, wenn ich im Boden grabe, eine höhere Chance auf Edelstein und Gold und dergleichen. Habe ich hier noch gar nichts gefunden in der neuen Zeit. Wahrscheinlich auch nur in der Wüste. Vielleicht ist auch die Chance einfach zu niedrig. Ich habe in der Wüste 2 riesengroße Minen. Ja, und ich habe jetzt eine höhere Chance, dass ich was finde. Dann tust du das nächste Mal, bitte. Nee, danke. Warum nicht? Warum habe ich da eigentlich Weizen angepflanzt? So ein Schwachsinn, warum habe ich da Mais angepflanzt? Ach nee, das war ja der Supermais. Der Supermais ist gewachsen. Ja. 3-mal Supermais, 6-mal Supermais. Also, wenn wir genug Supermais angebaut haben und ich das so weit geskillt habe, dass mir davon nicht mehr übel wird, dann brauche ich eigentlich nur noch Supermais. Weil alles andere ist dann unwichtig. Ach, wenn du dann 100er Stack machen kannst, wäre auf jeden Fall gut. Kann man denn 100er Stacks davon machen? Weiß ich ja nicht mehr.
Wir hatten noch nie den Super Mais. Früher ging's mal. Naja, bei dem normalen Mais, also ich denke mal, bei dem wird's auch gehen. Ja, dann wär's echt super. Dann ist gut, dass ich die ganzen Rezepte gelernt habe. Und dass ich Koch geskillt habe. Ja. Da können wir es nämlich nie nutzen. Ich find's immer noch ein bisschen doof, dass die Händler nur so wenig verkaufen. So, alles abgeerntet. Der Supermai sieht auch so schön rot aus, als wäre das... Du kennst doch dieses Rattengift, dieses Toxvetyl und wie die alle heißen. Ja. Das ist doch auch Weizenkörner, die dann immer rot sind. Das sieht genauso aus wie der Supermai. Also essen wir hier vergifteten Mais? Erstmal egal. Deswegen bringt er vielleicht zu viel. Ja, vielleicht. Erst in ein paar Tagen werden wir merken, dass wir bluten. Das Rattengift ist ja wie extrem starker Blutverdünner, ne? Es ist nur ein Blutverdünner, mehr ist es nicht. Im Grunde ist es kein richtiges... Also früher war Rattengift Rattengift, also wirkliches Gift. Das Problem war, dass die Ratten dagegen immun geworden sind. Und dass sie auf... Und da das ziemlich tödlich war, haben die Ratten sind relativ, also sie sind eigentlich relativ intelligent, die sind sehr schlau. Die gehen nicht an Sachen ran, die andere umgebracht haben. Und da das die sofort getötet hat, und sie, dann sind sie halt nicht mehr hingegangen. Bei dem neuen Rattengift, also diesem Blutverdünner, hast du halt den Vorteil, die füttern, also die nehmen das, fressen das, und können das nicht im Zusammenhang damit bringen, dass das tödlich ist. Und sie füttern es an ihre Brut, ja, an die nächste Generation weiter, die dann auch davon sterben. Es ist grausam, aber es funktioniert. Sehr gut. Ich glaube nicht, dass man Ratten so schnell los wird. Nö, also auch so sind die sehr gut. So, die sind Überlebenskünstler. Deutlich mehr als wir zumindest. Ja. Du kannst hier übrigens in dem einen Sinne 12.000 Eisen, kannst du da diese Stahlgerüste machen? War keine mehr da? Keine Ahnung, aber schade auch nicht, wenn du welche machst. Hast du Eisen rein? Hier, bei Lehm. Oh, hier ist ein Ding mit Eisen, sehe ich gerade. Ah, da ist auch nochmal Eisen drin, schön. Ich habe bei Lehm Eisen reingepackt. Hat Holz dabei? Ich verstehe die Frage nicht. Ah, Holz. Also ich habe einiges an Zement. Zement. Da können wir vielleicht doch mal ein richtiges Haus bauen dann irgendwann. Hab ich ja vor. Ja, ja, ich weiß. Dachtest du auf dem Berg oder wo hättest du das gern? 0-0. So ein richtiges Fest. Ach ja, oder? Ja, richtig, 0-0. Hat man ja gesagt. Da ist zwar ein Berg im Weg, aber den sprengen wir einfach weg. Mal irgendwann genügend Schwarzpulver und alles gesammelt habe, baue ich diese Raketen. Welche waren das? Die roten waren, glaube ich, für Gebäude, oder? Nee, ich glaube die anderen. Die roten waren... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich nehme mal ein bisschen Munition. Warte mal. Blockschaden, Explosionsschaden. Die roten sind gegen... Es machen wenig Blockschaden. Die normalen, die HE, High Explosive. 2500 Blockschaden. Ah, okay. Kannst du noch ein paar Molotows machen? Oh, Kürbisbrot. Ja. Please. Oh. Du blöde Kuh. Ich bin ein bisschen verwundert, dass Black... Oh, die hat geschrien, da kommt ein Cop. Ich mach den Cop. Ein gehört Bertha mir. Was ist los? Ist noch einer?
Gott, bin ich schlecht im Schießen geworden. Naja, ist okay. Wo ist denn die Schreierin? Die hab ich gerade erschossen. Ah, okay. Ist ja noch einer. Ey, da hinter dir ist noch einer. Kann sein, dass sie die Schreierin wieder erhöht haben? Also sie hat geschrien, jetzt müssen noch mal welche kommen. Ich sehe jetzt aber diesmal keiner. Nö, wer weiß. Soll mich jetzt nicht stören. Ja, mich auch nicht. Ach ja, ich hatte noch was vor. Ich wollte ja eigentlich hier was rausholen. Hab ich schon gemacht. Wie scheit. Nicht ein. Ach, der tut's auch. Dose und das auch. Und ich habe schon wieder Honig. Ach ja, richtig, ich habe jetzt eine Chance dafür. Honig war ja auch irgendwo. Machst du jetzt ein paar Molotows? So, bin gerade am Feldpudding. Oh, mach ich. Weil ich glaube, ich kann die nicht. Ach hier. Also Nitratpulver haben wir echt was. Was fehlt uns denn eigentlich, wenn wir Nitratpulver haben? Da können wir auch problemlos Schießpulver machen, oder? Aus Kohle. Ach, und die haben wir nicht. Die haben wir nicht mehr. Warte mal. Was kann man denn für Mollys? Verkohlte Stapelkohle. Man kann den Stapelkohle machen. Interessant, kostet 6000 Kohle. Okay. Ich hätte nur gedacht, vielleicht kriege ich auch irgendwie Kohle. Kann ich Kohle in der Köhlerei oder so herstellen? Da habe ich mich aber geirrt. Was ist denn so eine gepackte Kartoffel überhaupt wert? Wow, 4 Ausdauer, die sind echt scheiße geworden. Also waren schon immer so schlecht, aber... Oh ja, er ist da, ich wusste es. Oh ja, gepackte Kartoffeln kannst du jetzt auch vergessen. 17 Dollar. Was? Das ist halt echt ein Witz. Also, ich habe Steak dabei. Ich guck mal, ob ich jetzt... Kürbisbrot genommen. Guck mal, ob ich Aloe-Creme machen kann. Glasprügel. Oh ja, kann ich. 69. Wow, kostet das viel. Wir bräuchten ein viel größeres Aloe-Feld. Okay. Gern tun. Ich habe noch was zu essen, ich habe Haufen Munition, ich habe aber Torkits, ich hätte gerne noch mehr Munition. Moment, ich habe die falsche Munition, sehe ich gerade. Ich habe ja keine AK. Ich nehme mir meine AK mit. Hatten wir nicht irgendwo eine AK? Ach, hier oben. Da. Level 5 sieht doch gut aus. Oh ja, Mollys. Ja, kann ich jetzt nicht machen. Nö, ist auch okay. Ich habe noch 7 Raketen mitgenommen. Nehme ich noch ein bisschen 9mm Munition mit. Wird schon passen. Was ich nicht brauche, bringe ich wieder. Das ist Magnum Muni, glaube ich. Sollte reichen.
Beziehungsweise haben wir das letzte Mal nicht hier die Armbrust rumgeballert. Ah, es ist ein Eisenpfeil und kein Bolzen, oder? Ja. Steinbolzen. Okay, ich bin voll mit allem. Aber wir haben noch Zeit. Das sagst du jedes Mal und dann, oh, wir müssen uns beeilen, wir müssen uns beeilen. Und wir haben es jedes Mal geschafft. Wir haben es einmal bisher eigentlich nur geschafft. Nee, zweimal haben wir es mittlerweile geschafft. Ja? War aber nicht aufgrund von mangelnder Vorbereitung, sondern weil ich blöde runtergefallen bin manchmal. Ja, das letzte Mal zumindest. Ah, guck mal. Also, okay, der Erste-Hilfe-Verband ist deutlich besser. Plus 25 maximal Gesundheit und plus 30 Gesundheit. Mach ich doch. Und der Verband bringt immerhin plus 15 Gesundheit, maximal Gesundheit. Vielleicht lasse ich doch ein bisschen Munition hier, das ist ein bisschen viel. Aber welche? So. Das ist ein Pfeil. Ja, ich muss sagen, die neuen Kartoffeln sind echt ein Trauerspiel. Ja. Dann wissen wir ja, dass wir die nicht brauchen. Nee, also die sind wirklich... Die sind ja nicht mal wertvoll. Also ein 10er Stack ist 17 Dollar wert. Ein einzelner Penner-Eintopf ist mehr wert. Was ist denn das teuerste? Die Schems auf 24. Oh, Steak mit Kartoffeln kann ich nicht verkaufen. Interessant. Kürbiskuchen ist was wert. Geht nicht, nö. Und Kürbis, das ist alles um die 27 wert. Fischtacos geht auch nicht. Speck und Eier sind immer 15 wert. Gemüseeintopf ist ein bisschen weniger wert. Ja, maximal 27 pro Gegenstand. Ich hab das Gefühl, man findet nicht mehr so viel Eier. Ja. Das macht's umso wertvoller für die Eier, die wir noch haben. Ja. Soll ich dir eigentlich beim Graben helfen? Willst du gerne. So schneller sind wir fertig. Macht Sinn. Okay, da brauche ich was anderes. Ich muss es auch ausrüsten, sonst klappt es nicht so gut. Heißt dann aber, wir müssen demnächst mal wieder in die Stadt. Deswegen. Hammelfleisch. Ach so, ja, natürlich. Wie lange wollen wir graben? Also 16, 17 Uhr. Immer ins Wasserwerk. Mhm. Wir hatten übrigens noch Aloe-Creme, habe ich gesehen. Aber viel war es auch nicht mehr, oder? Oh, doch, es waren schon ein paar Stacks. Also kannst etliche Verbände machen, wenn ich ehrlich bin. Für Stofffetzen haben wir einige. Ja, ich weiß. Dann mache ich die klein noch, weil die nehme ich. Soll ich dir, wenn du kurz zu mir kommst, dann kann ich dir noch die restliche Aloe-Creme geben. Soll ich schaffen. Jupp, ja. Okay, ich habe noch 51 in der Fertigung. Ich muss mal meine Rüstung reparieren. Ja, das habe ich beim letzten Mal auch gemacht, nur vorsichtshalber. Vielleicht lebe ich das. Vielleicht lebe ich deshalb auch länger. Ja, denke ich mal auch. Vielleicht war mal. Also, Black Dragon hat mir unter einem der Kommentare geschrieben, dass meine Rüstung einfach nur im Eimer war und ich deshalb so schnell draufgehe. Ja. Merk's bei mir, ich war nämlich gestern auch ziemlich schnell dran. Ah, schon besser.
Ich schätze mal, ich werde wieder ein Level schaffen. Wir machen wieder das gleiche wie beim letzten Mal, oder? Alle Wege zu uns kappen und dann einfach nur hoffen, dass sie nicht hochglitschen. Creme ist das gar nicht. Hm? Ich hab gesagt, so viel Creme haben wir gar nicht. Nee, wie viel brauchst du denn für so einen blöden Verband? Was? Das kann ich nicht. Oh, fehlt's Rezept? So. Okay. Black Dragon 1. Hat er ja gesagt, wir können die Kiste gucken, ne? Ja, ja, guck einfach mal rein. Vielleicht hat das ja. Wenn nicht, bezahle ich sie ihm. Er hat gesagt, diese Kisten kannst du alle anschauen. Genau, das Rezept hat er nicht. Nein.